Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Wir sind hier mal wieder nicht auf meinem Hauptaccount, sondern in der FootWiz Web App sozusagen. Und ich habe mir eine kleine Miniserie vor FIFA 19 Start jetzt nochmal überlegt. Ist natürlich immer die Frage so, was kann man so an Starter-Teams machen? Welche Spieler sind interessant? Und deswegen werden wir jetzt in den nächsten Videos, kommt immer zwischendrin immer was anderes. Ich denke mal, OTW Prediction kommt zum Beispiel nach diesem Video hier. Wird jetzt aber für jede Liga ein Video kommen. Das heißt, wir fangen heute mit der Bundesliga an. Dann wird es zur Ligue 1, zur Calcio 1, dürfte jetzt ja wieder Serie A sein, weil ich glaube, die haben jetzt wieder die Rechte, zur EPL und zur La Liga ein Video wird es geben. Und dann noch ein Special-Video, aka Hybrid, und ein Special-Video, eventuell Dream Team. Vielleicht packe ich das mit in das Hybrid-Video rein, da muss ich mal gucken, das weiß ich noch nicht so genau. Was machen wir in dem Video? Erstmal will ich euch ein klein wenig, die meisten von euch kennen es, aber nicht alle, so ein klein wenig FootWiz vorstellen. Das könnt ihr auch bei Foothead machen, bei den ganzen Seiten, ist eigentlich scheißegal, wo ihr es macht. FootWiz sieht irgendwie ganz gut aus, deswegen benutze ich das jetzt einfach fürs Video. Das ein klein wenig erklären, wie ihr auch selber euch Teams bauen könnt. Weil es gibt da sehr, sehr viele Filter. Hier bin ich jetzt zum Beispiel auf der Seite, wo alle FIFA 19 Gold-Bundesliga-Spieler gelistet sind. Das ist gerade hier auf dieser Seite. Das ist natürlich massig und ja, man hat viel zur Auswahl, will ich mal sagen. Aber jetzt sagen wir mal, ihr braucht einen großen ZDM. Einen großen ZDM. Dann geht ihr auf die erweiterte Suche, das, je nachdem, welche Liga ihr sucht, vielleicht sogar nach Verein, könnt ihr noch aussuchen. Aber dann könnt ihr hier auf die Charakteristiken gehen und könnt hier zum Beispiel auch die Größe bestimmen. Zum Beispiel, ihr wollt ein, das ist leider hier in Foot, nicht in Zentimetern, aber ihr könnt, ich glaube, 6 sind circa 1,84 Meter oder sowas in die Richtung. Könnt ihr euch mal angucken. Aber jetzt sagen wir, ihr braucht wirklich einen richtig großen. Macht ihr hier zum Beispiel 6,2? Macht ihr hier schon mal mit rein? Skill Moves, schwacher Fuß könnt ihr zum Beispiel auch. Zum Beispiel, wenn ihr unbedingt wollt, dass euer ZDM 3 Sterne schwacher Fuß mindestens hat, nicht nur 2 oder sowas, dann haut er das nochmal auf 3. Also das könnt ihr hier wirklich variieren. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel noch bei Rating and Stats die Stats festlegen, die für euch interessant sind. Also jetzt keine Ahnung, wenn es zum Beispiel ein ZDM ist, wollt ihr mindestens einen 80er Defense-Wert, dann haut ihr natürlich eine 80 rein und keine 0. Weil wenn das hier alles auf 0 ist, sucht ihr natürlich nach allen. Dann ist egal, wie die Stats sind. Hier ist noch sowas mit Nationalität, das ist eigentlich relativ egal. Außer ihr sucht natürlich irgendwas für eine SBC oder sowas, dass ihr eine bestimmte Nationalität braucht. Und dann könnt ihr hier auch mehrere Positionen auswählen. Zum Beispiel für ein ZDM wähle ich jetzt extra ZM und ZDM. ZOM, es ist sehr unwahrscheinlich. Wenn ich ein ZM suche, dann könnte man auch ZOM mit anwählen. Aber da ich jetzt persönlich in dieser Situation ein ZDM suche, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es ein ZOM gibt, der aber gut spielbar auf ZDM ist, also als richtiger Sechser. Können wir jetzt mal mit reinmachen, aber das ist schon unwahrscheinlich. Und dann haut ihr einfach die Suche an. Ich glaube, wir haben jetzt einfach nur den Größenfilter reingemacht. Pass auf, gibt jetzt keinen Spieler, lol. Doch, es gibt sogar welche. Wir haben jetzt nur den Größenfilter reingemacht und den Positionsfilter. Und dann werden aus ganz vielen Spielern nur noch, sind trotzdem noch ein paar, aber ihr seht, hier ist schon Silber und Bronze. Goldspieler gibt es da nur 3, 6, 9, 12, 15 oder sowas. Irgendwas in die Richtung, 15. Da habt ihr das schon mal ein bisschen eingegrenzt. Jetzt ist natürlich für den einen schon mal so ein Martinez fällt vielleicht für den schon mal raus wegen Pace. Ist vielleicht so hoch geratet, kann er sich noch nicht leisten, irgendwie sowas in die Richtung. Aber so könnt ihr ganz schnell Spieler nach eurem Belieben rausfiltern. Zum Beispiel, jetzt könnt ihr hier nochmal auf den Filter drauf gehen, gehen wir nochmal auf die Rating and Stats und machen hier zum Beispiel, der soll aber schon so um die 75 Pace haben. Packen wir 75 Pace rein, aktualisieren die Suche und schwupp, da sind das gleich schon um einiges weniger. Das sind nämlich nur noch 4 Spieler. Da haben wir einen OTW Goretzka, einen normalen Goretzka, der Kai Havertz und der Zakaria. Und so könnt ihr wirklich schnell, ich meine, ihr wisst ja auf jeden Fall vielleicht nach ein bisschen Spielen, welche Stats so interessant sind, was ihr mögt. Die einen stehen auf die kleinen Quirligen. Gut, im ZDM ist es eher selten, so ein Conte, klar, der geht immer klar, aber im ZDM will man meistens schon eher so ein bisschen eine Kante haben. Und habt dann hier auch wirklich immer die Übersicht über die Workrates, über den schwachen Fuß, über die Skill Moves. Zum Beispiel mit dem Havertz hast du zwar einen großen Spieler, deswegen habe ich gesagt, ZOM würde ich rauslassen im Filter, wenn ich einen ZDM suche. Da bleibt eigentlich echt nur Goretzka und Zakaria nach unseren aktuellen Anforderungen. Weil Havertz
schön und gut. Der ist zwar groß, der spielt auch in der Zentrale, hat sogar 4 Sterne, Medium, Medium. Aber du willst halt keinen mit 38 Defense ins ZDM stellen. Das ist halt das Ding. Hier zum Beispiel bei Zakaria und Goretzka, die sehen beide sehr knackig aus. Natürlich, Goretzka sieht um einiges knackiger aus, aber der wird natürlich auch 1000-mal mehr kosten als ein Zakaria. Ganz klares Ding. Und so könnt ihr wirklich nach und nach langsam euer Team aufbauen. Weil einige sind dann immer erschlagen, wenn sie zum Beispiel den Filter nur... Kann ich jetzt hier eigentlich den Filter wieder zurücksetzen? Ja, Reset. Reset. So, jetzt machen wir mal ganz kurz die Suche wieder nur auf Bundesliga. Einige sind halt überfordert, die machen dann hier Bundesliga und sehen dann tausende Spieler. Und ja, keine Ahnung, wissen nicht so ganz, was sie nehmen sollen. Macht euch wirklich die Filter von Position zu Position. Was ist für euch interessant? Wollt ihr einen größeren, einen kleineren? Oder geht auch von Position zu Position? Auch das bringt es auf jeden Fall schon. Das heißt, dass ihr einfach mal nur IV auswählt und euch erstmal nur die IVs anguckt. Das ist um einiges einfacher, als hier die komplette Liste durchzugehen. Und so könnt ihr ganz gut eure eigenen Teams aufbauen. So, das war jetzt eine kleine Erklärung zu FootWiz. Eine 6-Minuten-Erklärung, das geht sogar. War in time. Und jetzt wollen wir dann immer für jede Liga wahrscheinlich um die 2 Starter-Teams durchgehen mit möglichen Alternativen. Und dann noch ein, ja, ich will mal sagen, High-End-Team der jeweiligen Liga. Aktuell natürlich noch keine Informs vorhanden, das Maximale sind OTWs. Und was aktuell so an Maximum drinne wäre. Und bei der Bundesliga kann ich euch gleich schon mal sagen, da ist zum Beispiel das Maximalteam, da denkst du dir auch so, Alter, das soll maximal sein, aber ja, Bundesliga ist teils schon sehr beschränkt. Sie hatten jetzt zum Beispiel die letzten Jahre immer noch Vidal so als absolute Maschine im Mittelfeld. Die gibt es jetzt auch nicht mehr. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal durch. Das erste günstige Team, natürlich mit Mithilfe von Mr. Nemesis Live. Na, eher Offline-Gamer SD. Der hat da ein bisschen mitgeholfen, weil, wie gesagt, aktuell mache ich viele, viele Videos. Und da kann ich jede Hilfe gebrauchen. Deswegen Kuss nochmal raus, Mr. Halbtürke. Das ist das erste Team mit einer Doppelspitze hier. Mit einer Doppelspitze vorne drin ist Blair. Warum ist Blair geil? Erstmal ist ein 80er, er ist sogar nur Non-Rare. Das heißt, der wird jetzt kein Vermögen kosten. Ein bisschen was wird er wahrscheinlich schon kosten. Ist dazu 1,81 groß, hat den Pace, hat einen guten Schuss. Also für Non-Rare-Spieler ein 81er Schuss, allgemein Schuss über 80 und einen 75er Passwert, 75 Physics und einen knapp 80er Dribbling und halt diese 4-Sterne-Skills, was in der Bundesliga so fucking selten ist. Also der Player, der sollte, aktuell können wir nur vom Aussehen, ausgehen, weil wir können die Spieler noch nicht wirklich durchzocken, weil wir die Vollversion noch nicht haben. Aber man kann natürlich, wie gesagt, auf die Footteile zurückschauen, die da waren. Und man kann sich schon vorstellen, was da so gut ist. Es wird sich im Mittelfeld bestimmt noch was zeigen. Da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Sein Partner ist Rebic, der hat leider nur 3-Sterne-Skills. Ist aber auch 1,85 und trotzdem 85 Pace. Auch er ein knapp 80er Schusswert hier. 70er Pass ist für einen Stürmer, vor allem 79er. Vollkommen in Ordnung. Auch hier knapp ein 80er Dribbling und auch 81 Physics hier. Das sind beides wirkliche Allrounder. Ist nicht irgendwie, dass einer so ein kleiner Quirliger ist oder sowas. Es sind beides wuchtige Stürmer mit einem guten Schusswert und trotzdem noch einem guten Pace. Also ich würde sagen, da machst du definitiv nichts falsch. ZOM war so ein klein wenig problematisch. Ich meine, wie gesagt, bei den Skills in der Bundesliga ist sowieso, das ist, ich weiß nicht warum gerade in der Bundesliga, Alter, aber du findest halt wirklich nicht so richtig was Ordentliches. Aber Sabitzer sollte auf jeden Fall gut klargehen. Ist 1,77 groß, Pace schick dicke, Dribbling schick dicke. Auch hier ein 80er Schusswert, 77er Physik wert. Da vielleicht ein Pass ein bisschen pushen, weil er halt ja, in der Mitte die Bälle verteilen soll an die Stürmer. Da vielleicht nochmal ein bisschen Pass pushen. Hier im Mittelfeld, da ist jetzt halt das Ding, was ich eben ansprechen wollte. Da wird sich erst in der Vollversion zeigen, ob man eher sowas spielt. Hier zum Beispiel sehen wir 1,88, 1,86 und hier nochmal 1,91. Das heißt, ziemliche Kanten und jetzt keine Über-Dribbling-Werte. Also Witzel für 1,88 hat mit knapp 80er Dribbling noch einen guten Wert. Sind ja jetzt auch keine Hyper-High-Rated-Spieler. Man sieht schon, hier bei diesem Mittelfeld ist ganz klar das Augenmerk auf der Defensive. Das ist, glaube ich, zum Start von einem FIFA-Teil auch gar nicht mal so dumm, ein bisschen defensiver zu starten als zu offensiv. Offensiver machen kannst du danach immer noch. Du kannst natürlich auch offensiv starten und dann defensiver machen. Aber ich starte auch lieber defensiver in neuen FIFA-Teil und gehe dann offensiver. Aber es kann sich natürlich auch herausstellen, dass es in FIFA 19 schlauer ist, einen dicken ZDM hinten reinzumachen und dann zwei
filigrane Techniker-Dribbler, die wirklich vielleicht gar nicht so gut, vielleicht gar nicht so gut defenden können, vielleicht auch mehr Pace haben, vielleicht besser die auf die Außen zu setzen. Aber ich denke mal, mit Witzel und Zakaria macht man wirklich keinen Fehler. Vor allem diese Werte, die sind wirklich sehr, sehr ausgeglichen. Also das Einzige, was halt gerade die beiden nicht können, ist halt schießen. Das könnte auf der Position einen kleinen Ticken problematisch werden. Aber bei mir ist meist so, da muss man auch gucken, wie es in Foot 19 ist. Und kann man natürlich auch durch Anweisungen dann noch ein bisschen variieren. Der rechte ZM ist meistens mein offensiver ZM. Der andere ist eher der, der dem ZDM noch ein bisschen in der Defensive hilft. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlimm, dass der so einen schlechten Schusswert hat. Weil den willst du natürlich jetzt nicht unbedingt vorm gegnerischen Tor haben. Und ja, dafür ist Witzel dann da, weil der mit seinen 74 Schuss, der macht da schon mal ein bisschen. Hat dann zwar noch 4 Sterne Skills. Und ja, das wäre das Mittelfeld mit 3 wirklichen Kanten. Da muss man dann gucken, ob man da halt, wie gesagt, ein klein wenig variiert. Es gibt natürlich für jede Position mehrere Spieler. Wir könnten da zum Beispiel einfach mal ganz kurz gucken für euch. Wenn es jetzt ums Mittelfeld geht. Wir gehen jetzt einfach nochmal auf die Advanced Search. Dann gehen wir hier Mittelfeld. Waren wir ja eben eigentlich schon, aber gucken wir jetzt hier einfach nochmal so. Und machen hier einfach nur ZOMZM. Und dann machen wir hier nochmal bei Rating and Stats den Pace auf mindestens 79. Einfach mal 79. Warum auch immer. Machen wir einfach mal. Gucken wir uns an. Oder kommt im Endeffekt natürlich Goretzka. Goretzka wäre immer die erste Wahl. Aber den haben wir extra nicht reingemacht in das Starter-Team. Weil Goretzka, auch wenn er nun ein 83er ist, der wird in der Anfangsphase schon ziemlich teuer sein. Weil der ist ehrlich gesagt auch der mit Abstand der beste Mittelfeldspieler in der Bundesliga. Also jetzt nicht ZOM-mäßig oder so, den kannst du auch ZOM-mäßig spielen, aber der ist schon mit Abstand der beste ZM. Wahrscheinlich auch ZDM, muss man gucken. Aber wahrscheinlich ja, in der ganzen Liga und deswegen. Aber hier, zum Beispiel sowas in die Richtung Sabitzer oder auch einen Kampel. Oder auch einen Kampel. Das wäre halt hier nämlich zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Aber da muss man natürlich auch gucken, auch hier wieder 82er Rating. Übrigens, das war's auch schon. Ist schon ziemlich krass, was den Pace-Bereich betrifft in der Bundesliga. Das sind gerade mal 4 Goldspieler. Aber zum Beispiel auch so ein Kampel. Muss man gucken, er ist 82er. Ein bisschen was wird er am Anfang auf jeden Fall kosten. Aber den zum Beispiel, wenn man sich die Stats so anguckt, der hat ja natürlich jetzt nicht ganz die Defense und die Physics. Aber den vielleicht dann doch eher rein statt ein Zakaria. Aber wie gesagt, da ist, sind keine Grenzen gesetzt. Und man muss halt gucken, was ist gut in Foot 19 und was ist vielleicht nicht so gut. Und so wird sich dann nach und nach das Team bauen. Aber ich würde sagen, wenn man mit so einem Team startet, macht man auf jeden Fall nichts falsch. Weil, wie gesagt, die Grundelemente in Foot sind immer gleich. Und das wird auch dieses Jahr nicht anders sein. Deswegen, da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Dann haben wir natürlich noch Muki von RB Leipzig. Und das ist halt, ja, einer der typischen, sieht auf jeden Fall so aus, OP-Verteidiger. Der hat nicht nur Pace, der hat dazu auch noch solide Defense und Physics für einen 77er. 1,85 groß dazu. Und er hat sogar fast 70 Dribbling. Ich weiß, das ist sowas, was einige immer unterschätzen. Aber ich finde beim Verteidiger Dribbling und auch den Passwert wirklich nicht unwichtig. Und deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er sehr gut abgeht. Dann eben Akanji mit 1,87 Körpergröße. Man muss gucken, wie wichtig vielleicht sogar 1,90 plus Verteidiger sind in Foot 19. Kann sein, dass es auch ein Foot wird, wo jeder nur mit absoluten Kanten spielt. Oder vielleicht nur mit 1,80 Pace-Verteidigern. Kann natürlich auch sein. Akanji ist eigentlich genau das gleiche, ist nur ein Rating höher, 78er, 80er Pace hier, 78 Defense, 77 Physics, auch das sehr ausgeglichen und auch hier ein 70er Dribbelwert und 65er Passwert. Der Roussillon noch über die Außen, kommt natürlich über den Pace, am Anfang geht man erstmal ein bisschen auf den Pace, ist ganz normal. Beim Außenverteidiger kann Pace auch eigentlich nie schaden. Dazu hat er auch wirklich sehr gute Physics und die Defense kannst du vielleicht noch ein bisschen anheben, Dribbling geht auch klar und auch der Passwert. Und natürlich Mr. Weiser auf der anderen Seite. Auch hier ist der Pace wieder mit am Start. Dribbling sehr stark. Passwert sehr stark für so ein Rating. Und hier sind halt die Physics nicht ganz am Start. Da packst du aber vielleicht noch ein Shadow drauf. Oder vielleicht machst du auch mit dem Anker. Musst du mal gucken. Aber auch Weiser sollte gut abgehen auf jeden Fall. In Starter-Teams. Und dann haben wir hier noch Mr. Pavlenka. Pavlenka sieht eigentlich einfach grundsolide aus. Er sieht grundsolide aus. Dazu 1,96 groß.
Aber Keeper ist dann halt immer so ein Ding, da muss man die OP-Spieler erst finden. Wer ist jetzt wirklich OP, wer ist nicht OP? Das wäre jetzt eine Variation in der Doppelspitze. Und dann hätten wir für euch ja noch eine Variation in der Flügelformation. Und ist relativ gleich. Die Abwehr ist 1:1 die gleiche. Auch im Mittelfeld sehen wir hier fast wieder. Wir sehen genau die gleichen Spieler. Wir sehen genau die gleichen Spieler auch im Mittelfeld. Wie gesagt, da kann man halt variieren. Vielleicht habt ihr auch persönlich einen anderen Spielstil. Ihr könnt nicht mit so drei Dicken in der Mitte. Dann packt euch da halt noch, wie gesagt, zum Beispiel so. Und wen hatten wir da als Beispiel? Ah, hier, ein Kampel zum Beispiel. Packt euch noch einen Kampel mit rein. Geht natürlich auch klar. Und hier, wie gesagt, die Wing-Variante Player. Ich glaube, da geht am Anfang kein Weg dran vorbei. Weil, wie gesagt, Player ist für dieses Gesamtpaket mit dem 80er-Rating werden den sehr, sehr viele spielen. Und der soll auch ganz gut steil gehen. Und dann auf den Wings hier Konoplyanka, der alles kann, der kann dribbeln. Er hat 87 Pace, Schusswert passt, Passwert passt, Physics nicht pervers. Aber dazu auch 4 Sterne Skills, 4 Sterne schwacher Fuß, 1,80 knapp groß. Und Pulli über die andere Seite auch 4 Sterne, 4 Sterne. Da ist der Schuss nicht ganz so geil, dafür das Dribbling nochmal besser. Und die Physics hängen auch einen Ticken hinterher. Aber ihr müsst natürlich immer gucken, das sind 79er. Natürlich kann man in dem Fall jetzt hier zum Beispiel, kann man natürlich auch einen Bellarabi reinpacken. Da kannst du natürlich auch einen Bellarabi reinpacken. Können wir mal ganz kurz gucken hier. Bellarabi, ich weiß gar nicht genau, was der für ein Rating hat. Der ist sogar nur ein 80er. Der ist sogar nur ein 80er. Gut, da ist dann natürlich die Frage. Da muss man natürlich hier gucken. Ehrlich gesagt, ich hatte im Kopf, der war höher geratet. Da kann man dann natürlich eventuell auch auf Bellarabi umswitchen. Weil der hat natürlich... Der sieht relativ ähnlich aus zu Pulisic, aber er hat halt einen höheren Schusswert. High Workrates dazu und ist dazu auch noch größer. Aber da könnte man easy peasy auch einen Bellarabi mit reinpacken. Da muss man, wie gesagt, dann natürlich auch ein bisschen auf den Preis gucken. Pulisic wird ziemlich sicher billiger sein als Bellarabi. Ziemlich sicher. Aber das sind, wie gesagt, dann die kleinen Dinge. Also wenn ihr sagt, oh, der gefällt mir jetzt vielleicht nicht so ganz, checkt einfach mal Footwiz ab oder eine Footed, was weiß ich, irgendeine Seite. Checkt da einfach mal ab, was es auf der Position noch für Alternativen gibt. Zum Beispiel, wenn ihr nach Wingern sucht, sucht auch nicht nur nach LW, sondern auch wirklich nach LS und auch LM. Weil es gibt auch sehr gute LM-Spieler, die du ohne Probleme auf dem Flügel spielen kannst, die du aber nie finden wirst, wenn du nur nach LW suchst. Alles klar? Das ist auch ganz wichtig. Ja, das wäre die Winger-Variante. Das Team sollte nicht wirklich viel kosten, wenn man sich die Spieler ordentlich erbietet und sich auch ein klein wenig Zeit lässt. Sollte allerdings sehr, sehr ordentlich spielbar sein. Bin ich mir relativ sicher. Wie gesagt, das Einzige, was man halt wirklich dann auch erst durch Spiele rausbekommt, ob so ein Mittelfeld mit nur Kanten das Schlaue ist, das Beste ist, oder ob man dann vielleicht echt noch ein bisschen was Spritzigeres mit reinpackt. Aber das ist dann euch überlassen. Da müssen wir alle erstmal, wie gesagt, ein bisschen die Vollversion spielen. Und dann hätten wir zum Schluss noch das beste Bully-Team. Aktuell sieht das jetzt noch nicht so wirklich spektakulär aus, vor allem, weil die Kartendesigns halt auch irgendwie... Das sieht einfach alles aus wie Non-Rare. Also das Kartendesign in-game übrigens sieht das ja dann schon eindeutiger aus, das sieht man schon. Aber ich finde es immer noch schwer, jetzt auf Foothead oder so, finde ich es immer noch extrem schwer zu sehen, Alter, was ist denn jetzt Non-Rare, was ist denn Rare? Also die Kartendesigns, naja, ein bisschen fragwürdig. Zum Beispiel OTB oder so finde ich geil. Und auch die Icons. Einige mögen die Icons ja nicht. Die sagen, sie sehen aus wie Silberkarten. Aber ich finde die Icons eigentlich ziemlich geil. Aber die Goldkarten, ey. Weiß nicht, keine Ahnung. Aber ich glaube, das haben sie auch extra gemacht. Das war wieder so ein typischer Money-Move von EA. Weil, wenn dein Team hässlich aussieht, dann willst du umso mehr Special-Cards. Und umso mehr Special-Cards, umso mehr Coins brauchst du, umso mehr Packs ziehst du. Ich glaube, das ist schon wieder so ein kleiner Hintergedanke von EA gewesen. Keine Ahnung, ob es so ist, aber kommt irgendwie ein bisschen so rüber. Weil wer kommt auf die Idee, die Goldkarten so fast Non-Rare-mäßig zu machen? Ja, Lewandowski geht wahrscheinlich keinen Weg dran vorbei, obwohl ich ganz ehrlich bin. Lever ist halt jetzt wirklich geiler geworden, weil er jetzt 4 Sterne hat. Vorher immer 3 Sterne Skills, aber jetzt mit 4 Sterne Skills. Und dann natürlich diesem Dribbling, den Physics, dem Schusswert und auch noch einen guten Passwert, dem Körper 1,84. Nur sein Pace fuckt halt immer. Da muss man halt gucken, wie wichtig ist der Pace. Wenn es so wie die letzten Jahre ist, müssen wir ganz ehrlich sein, ist wahrscheinlich ein 83er Werner da vorne drinne besser. Leider Gottes.
Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass so ein Lever spielbar ist. Weil gerade jetzt, wo er sogar 4 Sterne Skills hat, oh, ich freue mich schon auf Team of the Season Lever oder sowas, könnte knackig werden. Wenn der dann auch an die 90 Pace oder sowas hat, dann mit 4 Sterne, das könnte böse werden. Lever wollte ich schon immer mit 4 Sternen Skills haben und jetzt hat er seine 4 Sterne. Reus, gar keine Frage, geht kein Weg dran vorbei. Bei dem gibt es auch keinen negativen Punkt, der hat seine 4 Sterne, überall gute Werte und keine Frage bei dem. Rechte Seite ist dann wieder die Frage, wie wichtig der Pace ist. Weil Robin hat natürlich immer noch einen guten Passwert, immer noch einen guten Schuss, immer noch ein sehr gutes Dribbling. Aber natürlich immer noch seine 2 Sterne schwacher Fuß, leider Gottes. Und 79 Pace nur noch. Aber es kommt natürlich drauf an, wie kommt es dann in-game rüber. Einige knapp 80 Pace-Spieler kommen einem echt teilweise viel, viel schneller vor. Und wie wichtig ist es? Aber ich kann mir halt schwer vorstellen, dass es unwichtig ist, Pace zu haben auf dem Flügel. Deswegen weiß ich nicht, ob im Endeffekt, da geht hier erstmal Siri los, lul. Im Endeffekt weiß ich nicht, ob da dann vielleicht echt ein Bellarabi oder sowas besser wäre. Ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was Bellarabi jetzt gerade für einen Pace hatte. Wurde irgendwie gedowngraded oder so? Nee, der hat nur 91 Pace, okay. Der hat nur 91 Pace. Das ist halt die Frage, das wird sich erst im Game zeigen. Mittelfeld kommt dann hier über Mr. Goretzka. Wie gesagt, wahrscheinlich mit der beste ZDM in der Bundesliga. Er hat einfach die Körpergröße, er hat Defense, Physics, kann aber auch alles andere. Er kann dribbeln, hat den Pace, hat den Schuss und Passwert. Also Goretzka ist ein Träumchen. Dann Thiago natürlich kommt über seinen Passwert und über sein Dribbling. Aber auch der kann dazu noch defenden. Also Thiago sollte eigentlich auch relativ gut steil gehen. Dazu natürlich immer noch seine 5-Sterne-Skills. Frag mich, warum er 3 Sterne Weak Foot hat. Hat er das verdient? Was meint ihr? Ich glaube eher 4 Sterne. Ich würde sagen 4 Sterne. Ja, würde ihm 5-4 geben. Und dann nochmal James, sozusagen der offensivere Part hier noch mit dem Mittelfeld. Auch er natürlich nicht der allerschnellste, aber schießen kann er, passen sowieso. Sein Dribbling ist sehr, sehr nice und Physics gehen auch klar. Er ist 1,81 groß und auch hier haben wir wieder die 4-Sterne-Skills. Hast dann halt, Goretzka hat leider keine 4-Sterne-Skills. Aber da machst du nichts. Wenigstens schwacher Fuß. Und dann hinten natürlich obvious Boateng. Boateng wird wahrscheinlich weiterhin, ich weiß nicht, aber es kommt halt drauf an. Es kommt halt drauf an, was wichtig ist. Aber Boateng ist halt, er hat einen soliden Pace, 1,92 dazu groß, 85er Defense, 83er Physics. Sein Dribbling ist vollkommen okay an die 70 und 72er Passwert, was sehr, sehr gut ist. Alaba müssen wir auch nicht drüber reden. Der hat zwar auch am Pace verloren, aber ist trotzdem noch der mit Abstand beste LV in der Bundesliga. Und auf der rechten Seite Kimmich. Das ist dann halt auch die große Frage. Ist dann im Endeffekt vielleicht echt ein... wen hatten wir nochmal im ersten Team rechts? Weiser, ne? Ja, Weiser. Ist im Endeffekt vielleicht echt ein Weiser besser. Kimmich zwar 85er Rating, aber seine Stats hauen einen halt nicht so vom Hocker. Bis auf Dribbling und Passwert. Dribbling ist sogar Weiser besser. Und wenn man das so sieht, 73 Physics, 77er Defense. Ist noch nicht mal Werte über 80 und das ist eine 85er Karte, weißt du? Und halt 73 Pace als Außenverteidiger. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich würde mich sehr freuen, wenn so ein Spieler dicke spielbar ist. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich bin mir ehrlich gesagt noch unentschlossen, ob das der Fall sein wird. Dann Matze Hummels natürlich, man kennt ihn. Ich denke mal, der wird definitiv auch spielbar sein. Aber ich meine, Hummels hat nie zu wirklich den besten Verteidigern gehört in FIFA, in Foot, bevor ich jetzt hier gleich wieder Hass abbekomme. Also, der war nie in irgendwelchen Top-WL-Teams gesetzt. Vielleicht in dem einen oder anderen, aber es sind dann 0,% Zahlen gewesen. Und ja, ich bin gespannt, wie er sich dieses Jahr spielen lässt. Ich meine, 90er Defense, 73er Dribbling, 76er Passwert, allgemein 1,91 groß. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht genau, wie ist das bei ihm? Warte mal. Okay, hat immer noch High Medium. Hat immer noch High Medium, hat sich noch nichts geändert. Hat sich noch nichts geändert. Und natürlich Neuer hinten im Tor, da müssen wir nicht drüber reden. Er hat immer noch biestige Stats, 91er Diving, 88er Reflex, 88er Handling, 91er Kicking, 88er Positioning. Da gibt es keine andere Wahl, würde ich sagen. Außer er ist halt irgendwie verbuggt, kappa. Und einfach nur kaputt. Dann, keine Ahnung, dann muss man da vielleicht doch wen anders nehmen, das kann natürlich sein. Schätzt mal, das wäre es eigentlich gewesen. Reicht auch schon wieder, 25 Minuten. Ich denke mal, die nächsten Videos werden auf jeden Fall nicht so lange gehen. Weil hier habe ich jetzt am Anfang auch noch ein bisschen die Suche erklärt und alles. Für die Leute, die das vielleicht nicht so ganz drauf haben. Aber jetzt würde mich mal interessieren, wie sieht es bei euch aus? Ihr habt euch bestimmt auch schon irgendwie ein paar
Teams zusammengebaut. Habt ihr ein Hybrid? Startet ihr mit einem Einliegen-Team? Wie gesagt, ich werde euch alles bringen. Ich werde euch Einliegen-Teams bringen, aber auch Hybrids bringen. Für die Leute, die auf sowas Bock haben. Und man kann wahrscheinlich auch mit Hybrids die stärkeren Teams aufbauen. Gerade jetzt am Anfang. Später geht es dann eher in die andere Richtung. Aber jetzt gerade am Anfang wird es wahrscheinlich mit Hybrids die besten Teams geben. Und da wird es auf jeden Fall noch knackige für euch geben. Seid euch ganz sicher. Wie gesagt, wir gehen alle großen Ligen durch. Da gibt es die Einzelteams. Immer zwei Stück. Wahrscheinlich einmal Doppelspitze, einmal Wing. Und dazu noch das beste, teuerste Team. Höchst geratedste Team. Und ja, erzählt einfach mal, auf welche Spieler ihr euch freut. Welche Spieler ihr euch vielleicht auf jeden Fall am Anfang holt. Wer sein muss. Spielt ihr überhaupt Bundesliga? Bundesliga und ich haben ja leider Gottes in FIFA immer so eine kleine Hassbeziehung. Also, meine letzten schönen Bundesliga-Momente sind eigentlich aus FIFA 13, oder? Mit, das war zweite Bundesliga sogar, ne? Unser Silberteam? Unser Silberteam war zweite Bundesliga, ne? Als Bundesliga oder zweite? Nee, das war erste. Das war Pucki. Pucki war bei Schalke. Ja. Das sind meine letzten schönen Erinnerungen. Das war in Silberspielern. Ich komme auf Bundesliga irgendwie nie klar, keine Ahnung. Ich mag immer einzelne Spieler, zum Beispiel Boateng. Den liebe ich eigentlich jedes Jahr. Aber so auf Bundesliga-Teams im Allgemeinen, ich komme nie klar drauf. Letztes Jahr auch sau gerne Vidal gespielt natürlich, den gibt es jetzt leider nicht mehr. Aber Bundesliga, so sehr ich sie im echten Leben liebe. Übrigens, ich gucke hier gerade nebenbei Dortmund-Frankfurt. Gerade während ich das Video aufnehme, ist hier richtig was abgegangen, Alter. Ich habe gestartet, da stand es 1-0 Dortmund. Mittlerweile steht es 3-1 für Dortmund. Das 1-1 hatte, den Ausgleich hat er der Haller gemacht, wenn euch das überhaupt interessiert. Aber fast im Gegenzug, Wolf im 2-1 und der Paco. Hier, der neue Mann. Das 3-1 in der 88. Spielminute, würde Monte sich freuen. Naja, über Dortmund-Sieg vielleicht eher nicht. Schätze mal, das wäre es gewesen. Wie gesagt, sonst wird das Video wieder 10 Stunden lang. Küsschen aufs Nüsschen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mir ruhig auch an, wenn ihr sagt, oh, das und das kannst du vielleicht noch ein bisschen abändern. Das wäre vielleicht ein bisschen schöner oder das vielleicht noch mit reinpacken. Können wir das gerne machen, aber sonst würde ich sagen, im Großen und Ganzen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und kommt im nächsten Stream vorbei. Schon mal eine kleine Ankündigung. Ich mache die Ankündigung wahrscheinlich sowieso morgen noch, also am 15. Ich nehme jetzt wahrscheinlich 10 Videos oder sowas auf, stelle die alle auf Zeitplan und muss dann wahrscheinlich nochmal 3 Tage wegfliegen. Aber nach den 3 Tagen bin ich dann durchgehend da. Das heißt, spätestens zum offiziellen Release bin ich dann durchgehend mit den Streams am Start, Tag und Nacht Stream, easy peasy, wir werden durchballern, könnt euch ganz sicher sein. Schätzelein, schön, dass ihr zugeschaut habt, macht es gut, ich bin raus, ciao.